Na endlich! Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das, Cletus? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raumzeitkrümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Man nennt ihn Ruf. Ich hab Angst. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässiger. Ach ja? Dafür sehe ich nicht so alt aus wie du. Was? Du verdammter Milchgesichtiger. Ich würde dich Jungspund ja übers Knie legen, aber ich kann nicht, weil die Altersschwäche schon eingesetzt hat. Mann, du bist so ein Schwächling. Du kannst unmöglich ich aus der Zukunft sein. Ich sag das doch nur, um ein Zeitparadoxon zu verhindern. Das könnte ja jeder behaupten. Du hast einfach keine Ahnung von Zeitreisen. Hab ich wohl. Hast du nicht. Das ist so total dämlich. Dafür bin ich nicht so hässlich wie du. Von wegen. Du bist sogar noch viel hässlicher als ich. Alter. Jetzt hast du dich verraten. Mir wären bestimmt viel lässigere Antworten darauf eingefallen. Sind mir auch. Ich sag das doch nur, um ein Zeitparadoxon zu... Ausrede. Du hast einfach keine Ahnung von Zeit. Hab ich wohl. Hast du nicht. Immer dasselbe. Ich kenne Mühe... Zukünftiges Ich? So ein Unsinn. Du kapierst es nicht, oder? War ich denn wirklich so behämmert in der Vergangenheit? Alter, das ist... Gib dir keine Mühe, Cletus. Ich bin nicht Cletus. Ich komme aus der Zukunft, du Auflaufmodell. Du nennst mich Auflaufmodell? Ja, weil du eins bist. Ein dummes, zurückgebliebenes Auflaufmodell. Okay. Ich möchte einen Beweis. Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Genau. Also, woran denke ich gerade? Hä? Ein Ausschlag im Genitalbereich. Die Kaninchenphobie. An die Bettnesserphase. Die Puppen sollen an Bettnesser. Oh, warte. Ich erinnere mich. Du denkst an Zwiebelzubel. Voll daneben, du Niete. Zwiebelzubel, das ergibt ja nicht mal einen Sinn. Ich wusste gleich, dass du ein Betrüger bist. Bin ich nicht. Ich musste das sagen, um kein Zeitparadoxon zu erzeugen. Klar. Genau. Gib doch einfach zu, dass ich dich besiegt habe. Wieso? Woran hast du denn gedacht, wenn nicht an Zwiebelzubel? Nun ja, Zukunfts-Ich, alte Socke. Ja, das ist ja eine Überraschung. Da bist du ja. Sag ich doch. Können wir jetzt endlich weitermachen? Du musst da rein und Goal befreien. Sie ist also tatsächlich da drin? Geht's ihr gut? Keine Panik. Wink und Nod sind außer Gefecht gesetzt. Wie jetzt? Du hast sie ganz alleine überwältigt? Ein Klacks. Du scheinst tatsächlich ich zu sein. Wie hast du das angestellt? Das, findest du schon noch raus. Ich werde mich derweil um die Rebellen kümmern. Boah, ist das etwa eine Knarre? Nein, das ist ein Bananenschälgerät. Natürlich ist das eine Knarre. Darf ich auch mal? Nicht jetzt. Du musst in das Labor und Goal befreien. Schon vergessen? Mann, ey, Alter. Ich will aber die Knarre. Können wir das nicht irgendwie vorspulen? Das geht nicht. Als ich du war, habe ich die Knarre auch erst später bekommen. Wir müssen alles genauso machen wie vorher. Ja, was weiß ich? Das ist mir egal. Das ist mir egal. Ich will die Knarre. Begreif es doch endlich. Wenn ich dir jetzt die Knarre gebe, verändern wir den Zeitstrahl. Ich würde mich auflösen und wir müssten alles wieder von vorne machen. Sei doch nicht so ein Egoist und gib mir endlich die Knarre. Wenn hier einer ein Egoist ist, dann du. Oder hast du Gold schon befreit? Meine eigenen Knarre würde ich sofort machen. Also ich hab's mit bloßen Händen geschafft. Entweder ich kriege jetzt meine Knarre... oder hier passiert gar nichts. Du kannst die Waffe haben, sobald du Gold befreit hast.
Mann, ey. Warum befreist du nicht Goal und ich kümmere mich um die Rebellen? Vertrau mir. Du hast es vorhin bereits getan. Wenn du es also gleich tätest, wäre es da drüben jetzt bereits schon wieder passiert. Ja. Ist doch logisch. Also ich hab's beim ersten Mal verstanden. Genau wie ich. Also ich blicke bald gar nicht mehr durch. Warum machst du es nicht einfach selbst? Weil ich hier die Stellung halten muss. Und warum kann ich nicht die Stellung halten? Weil ich die Knarre habe. Dann gib mir doch einfach die Knarre und... Na gut, dann befreie ich Goal halt. Bestimmt mache ich das viel lässiger als du. Die ist hinterher viel freier als bei dir. Mach's bitte genauso lässig wie ich. Sonst löse ich mich auf. Das ist ganz schön schmerzhaft, weißt du? Recht so. Rufus. Ja, ja. Schon klar, du Spielverderber. Aber danach bekomme ich die Knarre, richtig? Ja, doch. Durch das Portal. Ah ja. Und beeil dich. Dir schlägt es gleich zur vollen Stunde. Dann stürmen die Rebellen die Praxis. So ein Idiot. Ich bekomme die Knarre nicht mehr, oder? Hui. Doc, Goal, ihr lebt noch. Was ist da los? Rufus, was treibst du da? Chillen. Töten! Beiß ihm die Augen aus! Ich glaube, das ist diesmal nicht nötig, Boss. Es ist Rufus, der gehört zu uns. Was hattest du denn in Docs Asbestlager verloren? Ich brauchte Asbestplatten und hab mich versehentlich eingesperrt. Ja, da muss man vorsichtig sein. Auf diese Weise habe ich zwei Tanten verloren. Aber gut, dass du kommst. Wir sitzen in der Falle. Irgendwelche Extremisten sind hinter unseren Aufstiegscodes her. Was? Aufstiegscodes? Wir waren gerade dabei, sie in unsere Unternehmensmasse zu überführen. Warum auch die Brechstange? Wenn sie nicht bald abziehen, müssen wir uns den Weg freischießen. Knallt sie ab! Tabula rasa! Wartet! Ich... habe einen Plan. Dann sieh zu. Wink juckt schon der Finger am Abzug. Verfluchte Nickelallergie. Okay, mein Plan ist hier drinne. Jetzt kann er ja dagegen gar nichts mehr sagen. Ich darf doch, oder? Ast rein. Perigo. Noch zwei Fernbedienungen. Klasse. Die sollten etwas Schwung in die Bude bringen. Mal gucken. Bei der einen klebt ein Etikett auf der Unterseite. Hey! Da steht Donner drauf. Donnerwetter. Donner hat also auch ein Hirnimplantat. Das sollte nützlich werden. Und die andere? Nanünana. Das ist doch die Fernbedienung, die mir Zukunftsrufus vorhin in die Hand gedrückt hat. Die zu Liebold gehört. Offenbar habe ich einen Plan. Ich weiß es nur noch nicht. Das heißt, das ist Liebold und das ist Donners. Donnerwetter. Donner hat also auch ein Hirnimplantat. Das sollte nützlich werden. Donnerwetter. Hallo? Mist, es funktioniert nicht. Das muss daran liegen, dass sich noch gar keine Datasette in der Fernbedienung befindet. Ach ja. Das ist doch die Fernbedienung, die mir Zukunftsrufus vorhin in die Hand gedrückt hat. Die zu Liebold gehört. Die funktioniert nur bei Liebold angeblich. Ich brauch die Hirnimplantate. Kann ich das von Goal rausnehmen? Kann ich das von... Goal! Rufus, endlich! Du musst uns hier rausholen. Ich arbeite dran. Dann arbeite schneller. Immerhin hast du mich auch in diesen Schlamassel reinmanövriert. Ah, du bist also Lady Goal. Und du bist gleich Lady Rufus, wenn du dich nicht beeilst. Ja! Ich habe hier diese Fernbedienung gefunden. Ich glaube, sie gehört Donner. Worauf willst du hinaus? Naja, wenn ich nur kurz deine Datasette entfernen könnte. Untersteh dich! Was denn? Das ist ein guter Plan. Ich könnte mir die Datasette auch einfach so nehmen. Ich warne dich. Ach ja? Wovor denn? Ich könnte dir zum Beispiel die Finger abbeißen. Was soll das heißen? Hast du ein Loch in der Luftröhre? Nein. Willst du eins? Ich liebe diese Antworten. Ach komm schon, gib mir die Datasette. Nimm deine dreckigen Griffel von meinem Implantat. Hast du heute nicht schon genug Schindluder mit meinem Bewusstsein getrieben? Tja, ich hab dich ganz schön durcheinander gebracht, was? Alter.
Geht es dir gut? Nanu, seit wann hat Doc den Champagner in seiner Praxis? Hä? Wieso Champagner? Ich sehe keinen Champagner, okay. Was genau ist passiert? Sie waren plötzlich einfach da. Doc hat versucht, mich zu verteidigen. Fast wie ein echter Gentleman. Leider war es komplett sinnlos. Sie waren zu dritt und bewaffnet. Geht es dir gut? Ja, wir machen hier gerade ein Picknick. Echt? Gibt's auch Pfannkuchen? Das war Sarkasmus. Ich weiß. Also keine Pfannkuchen, richtig? Mann, ich liebe seine Antworten einfach. Ich finde allgemein die Dialoge bei Deponia mega mäßig gut. Nanu, seit wann hat Doc denn Champagner in seiner Praxis? Was? Wo? Sorry, Goal. Du wirst mir später dafür danken. Ach, so geht das. Einmal so und einmal so. Und dann müsste das jetzt wohl funktionieren, oder? Nein, nicht das. Das. Jetzt. Hey, was tust du da? Netter Körper. Nur die Augenklappe könnte beim Zielen stören. Nicht! Nein, stört kaum. Und das war die Lady Goal. War das nötig? Hattest du eine bessere Idee? Ja. Zu spät. Naja, zumindest haben wir eine Sorge weniger. Jetzt müssen wir nur noch die Rebellen überwältigen. Alles, was wir brauchen, ist ein neuer... Sag es nicht. ...Plan. Ich spüre... wie sich ein Geistesblitz zu mir vorarbeitet. Nein, bitte es nicht. Es liegen Genialitätspartikel in der Luft. Benutze Staubsaugermotor mit Kaugummi. Vielleicht später. Muss es denn immer ein komplizierter Plan sein? Ich dachte, das gefällt dir an mir. Du verwechselst mich mit Krawallgoal. Krawallgoal? Natürlich. Ich habe doch Liebolds Fernbedienung. Langsam kommt alles zusammen. Mein Vergangenheits-Ich legt Krawallgoal in Liebold ein. Die überwältigt dann Janosch, während ich mich um Garlef kümmere. Und zack, schon sind wir draußen. Vergangenheits-Ich? Was redest du denn da? Können wir nicht einfach auf demselben Weg raus, auf dem du reingekommen bist? Oh Gott, was war das denn gerade? In der Zeitkohärenz und Temporal-Dingsis und so. Es ist kompliziert. Das ist es immer, nicht wahr? Das erkläre ich dir noch. Wir müssen jetzt erst einmal Krawallgoals Datasette finden. Hier, nimm die so lange. Hey, Astrein. Bist du das? Du machst dich langsam. Zum Affen, ja. Vertrau mir einfach. Befreie du die anderen. Ich kümmere mich um die Rebellen. Vorher nehme ich mir aber noch eine Knarre mit. Und ich bekomme Donners Fernbedienung. Wenn's dich glücklich macht. Mann, das wird sowas von episch. Aber sowas von episch. Wo ist die Datasette? Wo ist die Datasette? Ich habe Angst. Kann ich mit ihm jetzt noch reden? Oder mit ihr, warte. Ich habe ganz vergessen zu fragen. Hast du etwas dagegen, wenn ich mir dein Bewusstsein ausborge? Astrein. Alter, wie fies. Doc, alles klar bei euch? Ach so, Knebel. So, jetzt besser? Ja, alles super. Na, dann kann ich ja wieder gehen, richtig? Ja, naja, ein bisschen Hilfe könnten wir hier schon gebrauchen. Ach. Was genau ist passiert? Sie kamen aus dem Nichts. Naja, genauer gesagt kamen sie durch die Tür. Sie haben uns einfach überrumpelt und gefangen genommen. Ich glaube, sie sind hinter den Aufstiegscodes her. Glaubst du? Naja, sie sagten Sachen wie, wo sind die Aufstiegscodes und so. Ich habe versucht zu erklären, dass das im Moment nicht möglich ist. Sie wollten nicht hören. Irgendeine Idee? Leider nein. Mir sind sozusagen die Hände gebunden. Ihr sind die Hände gebunden? Auch das. Vielleicht hat Lady Goal ja eine Idee. Ihre Datasette liegt noch im Implantat. Ja, ich frag später. Dieses Element an Donners Schläfe, ist das eigentlich auch ein Implantat? Ja, ich habe es selbst eingebaut. Wieso fragst du? Ich glaube, ich habe einen Plan. Hol lieber noch eine zweite Meinung ein. Überlass das mir. Habe ich eine Wahl? Nope. Ich versuch mal was. Ich würde dir ja die Daumen drücken, aber die Fesseln und so.
Kein Problem. Hey, was soll... Fies. Okay, warte. Kann ich jetzt mit Donner nochmal quatschen und dann muss ich überlegen, ob ich oben oder unten rausgehe? Und? Was ist jetzt mit deinem grandiosen Plan? Ich arbeite dran. Bist du rüsern? Hey, aufmachen! Ich bin's, Rufus! Oh, oh. Das müsste jetzt mein Ich aus der Vergangenheit sein. Ich sollte lieber aufmachen. Sonst bringe ich noch die ganze Zeitkausalität durcheinander. Ja! Huhu, könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier! Was ist das? Noch eine Fernbedienung? Ja, die von Liebold. Oh, es ist scheinbar ein älteres Modell, aber... Hey, ich weiß doch wohl, wie man eine Fernbedienung benutzt. Natürlich weißt du das. Liebold ist der Dicke, oder? Ich frag nur, weil ich gar kein Implantat gesehen habe. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du das Portal benutzen. Dann erkläre ich dir alles. Hä? Welches Portal denn? Vertrau mir. Und kein Wort zu Janosch. Puh, gut, dass ich so ein perfektes Gedächtnis habe. Ein kleiner Fehler und ich hätte einen invaliden Zeitstrahl erzeugt. Aber was passierte als nächstes? Man sollte eh nicht in der Vergangenheit leben. Kann ich jetzt hier raus? Elektroden? Ah, wo ist meine Waffe? Ich hab hier einfach mal nichts. Nicht nötig. Okay. Ich habe mir nichts mehr zu sagen. Vorläufig. Ich hab kein Portal. Nicht nötig. Verstehe ich nicht, warte. Ich geh mal hier raus. Das Portal ist weg. Hä? Endlich habe ich auch eine Knarre. Und? Wer ist jetzt der Bessere, hä? Blöder Zukunftsrufus. Ah. Ich bin gut ausgerüstet von mir. Ah, jetzt habe ich's. Ja, muss man mir noch sagen. Cool, das heißt, den Brecheisen kann ich dann da reinpacken, damit das Portal geöffnet wird. Zack, zack, warte. Zack, zack. Na, dann wollen wir doch mal. Cool. Und jetzt? Bitte nicht nochmal dasselbe Gespräch. Bitte nein. Na endlich. Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das, Cletus? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raumzeitkrümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Man nennt ihn Ruf. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässiger. Ach ja? Oh Mann. Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Genau. Also, woran denke ich gerade? Ist ja geil. Oh, warte. Ich erinnere mich. Du denkst an... Zimmel, zimmel, zabbel, zabbel, Ausschlag... Los, ey, das ist ja geil. An den Ausschlag im Genitalbereich? Vollkommen falsch. Hä? Du weißt ja wirklich überhaupt nichts über mich. Ich hatte niemals... Was ist denn jetzt los? Alles klar bei dir? Das ist ein Zeitparadoxon, du Pfeife! Da ist es, du das willst! Warum nur? Irgendwas ist da wohl gerade schiefgelaufen. So ein Amateur. Nein!
Huhu. Oh. Ja, ja, bitte, ja. Oh Mann. Alter. Ein kleiner Fehler, aber was passt? Oh, das gibt's nicht. Gleich nochmal dasselbe Spiel. War das mir so gut gefiel.